Hi und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video aus unserer DATEV-Unternehmen-Online-Reihe der Geiger Academy. Heute begrüße ich Sie zu einem kleinen Einblick in die digitale Personalakte in Verbindung mit Ihrem DATEV-Unternehmen-Online. Grundsätzlich besteht die digitale Personalakte aus zwei Belegtypen und ist dort angesiedelt, wo auch alle weiteren Belegtypen Ihres Unternehmens angesiedelt sind. In der Anwendung Belege. Und zwar DATEV-Lohnunterlagen und DATEV-Reisekosten. Mit diesen beiden Belegtypen können Sie künftig alle Personalunterlagen Ihrem Steuerberater in digitaler Form zur Verfügung stellen. Einsehen können Sie die digitale Personalakte in Unternehmen online über die Anwendung Belege. Wichtig zu wissen für Sie ist die Tatsache, dass Ihre Kanzlei den Zugriff auf diese beiden Belegtypen über die Rechteverwaltung online einschränken kann, was mit den anderen Belegtypen nicht möglich ist. Somit kann gewährleistet werden, dass in Ihrem Unternehmen nur bestimmte Personen Zugriff auf die sensiblen Lohnunterlagen haben. Ihre Kanzlei hat Zugriff auf die Personalunterlagen, sobald Sie diese hochladen. Genau wie zum Beispiel bei den Rechnungseingangsbelegen. Die Unterlagen werden zeitnah durch Ihren Lohnsachbearbeiter in der Kanzlei verarbeitet und mit Indexdaten dem jeweiligen Arbeitnehmer zugeordnet. Somit haben Sie auch hier die Möglichkeit, die Suchfunktion in der Anwendung Belege zu nutzen. Wir bedanken uns, dass Sie bei uns eingeschaltet haben und hoffen, dass Sie mithilfe dieses Videos die Dokumente für die Lohnabrechnung nun digital austauschen können. Schalten Sie wieder ein, um weiter mit der Geiger Academy DATEV-Unternehmen online kennenzulernen. Auf Wiedersehen!